Seele eines tapferen Kriegers, Feuerbomben. Und ja, hier kommt komisches Gelächter. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das Gelächter kommt aus diesen Verfluchungsurnen. Aber wirklich sicher war ich mir da auch nie. So, jetzt können wir ihn entsteinern. Deswegen habe ich ja die Duftzweige aufgehoben. Mhm. Den anderen habe ich mir jetzt gespart zu entsteinern. Wow, das hier sind nämlich neue aggressive Gegner. Und ziemlich stark noch dazu. Ja, er droppt den Zahnschlüssel. Einmal medizinische Heilung, bitte. Ja gut, hier muss irgendwo noch so ein Verfluchungsding sein. Die Dinger sind garstig. Genauso garstig, also das ganze Gebiet ist garstig, ja. So, der Zahnschlüssel. Ein wie ein Tierzahn geformter Schlüssel. Ein seltsamer Schlüssel in der Form eines Zahns eines wildes Tieres. Welcher Stümper könnte einen solchen Schlüssel erschaffen haben und wozu könnte er passen? Ja. Das werden wir ziemlich schnell herausfinden hier in diesem Gebiet. Wenn wir es weiter erkundet haben. So, da sind wir... Nein, da sind wir nicht hochgekommen. So, du bist keine Mimik. Das erkenne ich daran, dass du kein Schloss hast. Du hast dafür 10 Magiebolzen. Da oben ist eine Verfluchungsurne. Da sollten wir deswegen schnell durch. Und der Teil hier war übrigens im Original Dark Souls 2 verdammt garstig. Weil sobald man hier rausgekommen ist, sind 3 von diesen Löwenrittern hier angerannt gekommen. Und haben ordentlich Stress gemacht. Das machen sie, glaube ich, jetzt nicht mehr. Da drüben liegt wieder so ein Waldgenosse. Wow. Und ich habe ihn halber verfehlt. So. Du warst auch keine Mimik. Dich habe ich das letzte Mal nämlich zerstört, als ich privat gespielt habe. Ja, Titanitbrocken und ein fossiler Drachenknochen. Das ist ärgerlich, dass ich sowas verschwendet habe. Ich habe ja schon 2 Truhen in diesem Playthrough zerstört. So. Entsteinern wir dich mal. Oh, nee. Erst muss die Urne weg. Was für einen Schutzring habe ich eigentlich? Ah, den Hartstahlring. So, entsteinern wir dich mal. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich starke Gegner entsteinere. Wow. Und ja, die machen auch ziemlich krasse Geräusche, wenn sie zuschlagen. So, weg mit dir. Dann können wir hier reingucken. Und das war falsch. Ich war nämlich der Meinung, dass in der Truhe hier noch ein Duftzweig drin wäre. Irgendeiner der Versteinerten bewacht nämlich einen Duftzweig. Ja, das hier ist nett übrigens. Nein, schießen wir nicht von hier. Ich sag bloß, wir können die nicht zerstören. Nein. Das ist blöd.
Hier ist wieder einer von der Sorte. Weg da, dass wir nicht verflucht werden. Flammenschmetterling und 3 Fackeln, die sind okay. Okay, wir werden verflucht und wir sind verflucht worden. Gemeinheit. Bei hier unten. Wow. Nee, halt. Nicht unter uns, sondern über uns ist auch noch eine Fluchrune gewesen. So. 10 eines Kriegers und noch ein Wahrheitsverkünder. Und hier ist eine von diesen Fluchrunen. Urnen, nicht Runen. Und genau da oben wäre noch eine gewesen. Deswegen haben wir hier die volle Breitseite abgekriegt. So wie du da. Dich lassen wir in Ruhe. Von dir will ich nichts, Kumpel. Ich will eher hier an die Truhe. Und da unten sehen wir ein großes Monster. Eine Finstersense. Mhm. Ja, zudem können wir nur runterfallen und ihn nicht angreifen. Ja, er macht Fragezeichen. Hier brauchen wir zum ersten Mal den Ring des Geflüsters. Eine der wenigen Male. Human, are we? This is no place for you. Be gone. Are you not afraid of me? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Come here. Those who do turn back when they see me. Or make an attempt on my life. But you are different. We once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Eventually, he drove himself mad. It was at the peak of this madness that he conjured up we strange creatures. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Nobody knows when we were born or where our master has gone. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. I wish to ask a favor of you. I want you to kill my betrothed. Once, I always found her at my side. But as time went on, things went awry. She became violent, raging uncontrollably. Eventually, she came after me. And we have been locked in combat ever since. Ihr seht nicht so gefangen aus. Also ja, er hatte einen Meister. Also sie waren zu zweit, er und seine Freundin, sage ich jetzt mal. Seine Seelenverbundene. Ihr Meister ist wahnsinnig geworden. Sie haben ihn verlassen. Sie hatte die Schnauze voll von ihm und jetzt kämpfen sie gegeneinander. We seem to be at a standstill. The wounds we exchange are never lethal. I was born of my master's madness. Perhaps this is some curse. Ja, vom Flug können wir reden. To assist you in return. Mm-hmm. The past is a distant fog. My name was Targ. That is all that I remember. Ja. Man Scorpion Targ. The past is a my name. Gut.
Mehr hat uns im Augenblick nichts zu sagen, also er bittet uns darum, seine Braut zu töten. Hier geht's zurück. Wir können kurz hier weitergehen. Allerdings versperrt uns auch hier wieder ein Löwe den Weg und den möchte ich im Augenblick nicht entsteinern. Weil dort ist der Weg entlang, den ich gerade vorhin gesagt habe, den wir ein bisschen abgekürzt haben. Nämlich da hinten rum, da wo wir gerade die Schwarzritterhellebarde und den Knochenstaub gefunden haben. Da möchte ich allerdings erstmal noch nicht lang gehen. Ich möchte hier raus. Hier war übrigens mal ein Riesenbasilisk. So einer wie im Jägerhain in dem Wasserloch ständig gespawnt. So, ein Löwenritter. Oder ein Löwenkrieger, besser gesagt. Und wir haben wieder ein bisschen Fluch drauf. Also ja, die beste Taktik gegen die Jungs ist, sich nicht treffen lassen. Irgendwas ist hier, das uns die ganze Zeit Fluch draufsetzt. Unsere letzte medizinische Heilung übrigens. Also ja, da ist ein goldener Löwe. Der ist noch ein Tick härter. Pharos Wahrheitsverkünder und eine Seele. Das will ich aber schon mal gerne wissen. Ich habe hier gegen den gekämpft. Wurde immer leicht angeflucht, aber von was? Da ist ein Löwe. So, zweihändig ist das sogar noch leichter. Habe ich gesagt und krieg gleich wieder eine rein. Ach so, seine Axt. Ja, Löwenkriegerärmel. Können wir uns mal kurz ansehen. Vor den Kriegern des Löwenkrans getragene Ärmel. Das mit den Menschen in keinerlei Verbindung stehende Löwenclan-Volk würde jeden töten, der sich ihm aus purer Neugier nähert. Die Angehörigen des Löwenclans verachten offenbar ihr eigenes Aussehen, da sie es hassen, gesehen zu werden. Verringert Fallschaden. Jo. Und ja, ihre Äxte, die verfluchen. Na komm. Das war jetzt aber nicht sonderlich stark. So. Ich glaube, hier war der Duftzweig. Deswegen tue ich den mal entsteinern. Den Kumpel hier. Wenn nicht, habe ich jetzt ein gleiches Problemchen. Au ja. Nämlich, dass ich erstmal ordentlich Schaden fresse. So. Hexenmeistermaske, ja genau, das ist auch eine nette Sache. Erinnert ihr euch an die komische Verrückte mit der Sense, also das Phantom im Jägerhain? Normalerweise droppt die diese Maske, kann sie droppen. Jetzt wird sie einfach hier von dem Löwen gedroppt und zwar standardmäßig. Seltsame von Aldia-Hexenmeistern getragene Maske, wer wertfindet Schutz erhöht Seelenerwerb. Die Aldia-Hexenmeister erweckten Schauriges zum Leben und unterzogen sich selbst verbotenen Ritualen. Niemand weiß, ob sie wahnsinnig geboren wurden oder ob es ihre Missetaten waren, die sie in den Irrsinn trieben. Erhöht die Anzahl der erworbenen Seelen. Aber sieht total scheiße aus, das Ding. Und hier ist gar nichts. Ach Gott. Das ist jetzt blöd. Das war nämlich mein letzter Duftzweig. Und eigentlich hätte ich mir ja einen
Überschüssigen halten sollen. Hier sind übrigens wieder zwei von den Kumpels. Einer ist schon mal tot. Ey. Hör auf zu betrügen. Stirb lieber, genau. Ein Lebensstein, das hier ist nämlich eine Falle, genau, das Loch. Oh, dich habe ich übersehen.